Ja, ich bin Niklas Schumacher, studiere Bauingenieurwesen an der RWTH im Master und bin jetzt seit 1,5 Jahren im AStA tätig als Referent für Kultur. Das heißt, also man gibt sozusagen sein Studium für die Zeit fast vollständig auf und arbeitet dann im AStA mit einem Team von 7 Referentinnen und Referenten, also ein Vorsitz. Und dann weitere Geschäftsbereiche, Engagement, Nachhaltigkeit, Finanzen, Lehre und sowas. Und Kultur ist da halt ein Teil von, der sich um die kulturellen Belange der Studierenden kümmert. Das heißt, sowohl Veranstaltungen von der RWTH ein bisschen drüber gucken, dass die halt auch studiegerecht sind und da die Meinungen auch vertreten sind, zum anderen aber auch Kulturveranstaltungen machen. Das geht von einem Kunstkurs von 20 Leuten über so kleine Spieleabende, Hörsaal-Slams mit bis zu 1.000 Leuten und halt die größte Veranstaltung ist das Campus-Festival, was es normalerweise gibt, wo dann halt über den Tag 10.000 Leute da sind. Man macht dann sehr viel in der Veranstaltungs ja, Organisation, Planung, allerdings auch, wenn man die richtigen Schulungen dann bekommt, in der Veranstaltungsleitung. Und hat halt ein Team von mittlerweile 12 Projektleiterinnen und Projektleitern, die zum Teil auf Aufwandsentschädigung, zum Teil halt auch komplett freiwillig das machen, also Ehrenamt, dann die Zeit sozusagen nutzen und hier auch ein bisschen mit eigene Projekte reinbringen und halt auch Projekte mit mitmachen. Das umfasst das so ein bisschen. Und halt die ganzen Fachschaften, die man dann auch ein bisschen schult. Dann kommen noch so ein paar Faktoren drin, Verleih von Materialien, jetzt gerade Laptop-Verleih. Oder ähnliches. Das ist so ganz grob umrissen einmal. Machst du das? Das ist ja sehr beeindruckend. Machst du das alles ehrenamtlich? Also wir kriegen eine Aufwandsentschädigung, das ist an den BAföG-Höchstsatz sozusagen gekoppelt, der halt auch immer ein bisschen steigt, schwankt oder was. Hängt auch damit zusammen, ob man jetzt über 25 ist mit Krankenversicherung und sowas, dann wird noch was übernommen. Genau, also nicht komplett ehrenamtlich. Man wird, knapp zwischen 800 und 900 Euro, ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich bekomme, zwischen 800 und 900 Euro im Monat. Kann aber dann auch also ist dann auch sehr stark ins Ehrenamt, weil man halt einfach sehr, sehr viele Stunden daran arbeitet und auch Wochenenden und sowas auch gerne mal weiterarbeitet oder so. Oder wenn jetzt eine Veranstaltung ist, ist man halt auch mal 28, 30 Stunden am Stück wach und am Arbeiten. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Aufgabe, die du da hast und die ihr da macht. Und also vielleicht kann ich auch noch mal kurz ein bisschen was zu mir erzählen. Ich bin auch Studentin. Ich arbeite beim Hochschulforum Digitalisierung, genau, als studentische Mitarbeiterin im Kommunikationsteam. Und ich habe mir jetzt dieses Projekt ausgedacht, Campus Digital, weil es ja. Also wir haben uns im Hochschulforum sehr viel beschäftigt mit Themen zum Thema Lehre und wie kann man Lehre im Hochschulkontext digital umsetzen. Aber man fragt sich auch so ein bisschen, wie genau, was ist eigentlich mit der Campuskultur? Weil normalerweise hat man ja das als Student, kennt es ja sicher auch, man geht mal zwischendurch einen Kaffee trinken oder man geht eben auf eine Kulturveranstaltung auf dem Campus oder ich weiß nicht, Aachen ist ja wahrscheinlich auch eine ziemliche Campus-Uni-Stadt, nehme ich an, ne? Also wir haben hier an der RWTH, glaube ich, irgendwie 46.000 Studierende. Und im Vergleich zu Aachen, das ja auch nicht so groß ist, also über 250.000, glaube ich, sind wir, 260.000, weiß ich nicht, ob ich da jetzt was Falsches sage. Dann kommt noch die EFA dazu, die Kato, die Katholische Hochschule und sowas. Also man hat schon sehr, sehr viele Studierende. Und die RWTH ist halt so ein bisschen im Norden von Aachen. Besonders rund um rund um das Karl, rund um den Westbahnhof und sowas gelegen. Einen richtigen Campus haben wir jetzt nicht, aber es ist schon so ein bisschen Kultur, auch Pondstraße und sowas. Wenn man nach Aachen oder Aachen googelt, merkt man schon recht schnell. Also die Pondstraße ist eine Straße, wo halt alles voll ist mit, ja. Du würdest es schon Aachen auch als Unistadt bezeichnen, oder? Die so ein bisschen von dem Spirit auch von der Uni so ein bisschen Also sehr stark beeinflusst wird, ne? auch also die Stadt an sich sehr stark. Man hat immer den Zwist so ein bisschen. Aachen ist ja auch so ein bisschen Bad Aachen. Also
sehr lange wurde weniger Wert darauf gelegt, auch die Studierenden irgendwie kulturell von der Stadt aus ein bisschen zu unterstützen. Man macht sehr viel, also lässt sehr viel auf die, bei den Hochschulen und bei den, ja, bei den Asten und Fachschaften. Das hat aber dafür gesorgt, dass man sehr, sehr starke Kultur da drin hat. Auch die ganzen Fachschaften machen halt unglaublich viele Veranstaltungen. Und da auch auf einem sehr großen und hohen Niveau, wenn man jetzt mal überlegt, Unicap, die Schau am Bau oder sowas, wo dann auch 3.000 bis 5.000 Leute auf einem Festival da drauf sind. Und das läuft ja alles mittlerweile gut. Also über die Zeit hat sich das auch so professionalisiert, dass man da halt auf ganz anderen Ebenen auch mittlerweile ist. Ja, ich frage das auch also mit dem Stadtding, weil also ich lebe und studiere und arbeite in Berlin. Und Berlin ist ja nun also eine Metropole, aber keine Unistadt in dem Sinne. Und ich finde das daher spannend zu fragen bei so eher campusorientierten Städten auch, also wo sich das so ein bisschen um die Uni auch drum spinnt. Also klassische Beispiele wären jetzt zum Beispiel Münster. Aber deswegen hat mich das auch interessiert bei Aachen. Wobei ich auch an der FU studiere in Berlin. Ich weiß nicht, ob du dich da so ein bisschen auskennst, aber die FU ist ja auch ziemlich abseits. Und da gibt es auch so ein bisschen mehr Campusgefühl, wobei jetzt gerade natürlich auch überhaupt nicht, leider. Also es gibt schon so ein bisschen die Trennung zwischen, ich nenne es mal normalen Bürgerinnen und Bürgern aus Aachen und halt den Studis. Man sieht auch auf vielen Veranstaltungen, dass da die Vermischung sehr schleppend nur vorläuft und ja, also auf kultureller Ebene der Stadt wird halt sehr viel Theater, sehr viel Kunst und sowas gemacht, was halt eher ein etwas älteres als Studi ja, Besucher anspricht sozusagen. Dahingegen ist es bei den Studis halt so, dass die immer explizit vor allem auch fast nur Studis ansprechen. Deswegen sind so Projekte, wo man sagt, Studifest zum Beispiel ist auf dem Marktplatz, Campus Festival ist auf dem Templergraben. Das heißt, man geht auch ein bisschen mehr in die Stadt nochmal mehr rein und weg von dem Campus an sich, dass man da ein bisschen versucht, auch die studentische Kultur den Bürgerinnen und Bürgern beizubringen, weil das Einzige, was sie sonst normalerweise mitbekommen, ist die erste Woche. Und wenn man dann irgendwie 5, 6, 7 oder mehr, nee, man glaube 8 oder 9.000 Erstis, die es an der RWTH gibt, wenn die halt die Stadt unsicher machen an so einem Tag, wo eine Rallye ist und alle gleichzeitig Rallye haben, ist es halt auch eine Sache, wo ja, dann nicht die besten Eindrücke kommen, auch wenn das sich in den letzten Jahren durch so ein Team, was das ein bisschen organisiert, verbessert hat. Dann stelle ich dir jetzt mal ein bisschen provokante Frage. Du studierst Bauingenieurwesen und bist aber Kulturreferat. Das klingt ja jetzt auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen gegensätzlich. Was bringt es denn für dich zusammen? Also was hat dich dazu motiviert? Wie bist du dazu gekommen? Und was ist vielleicht auch das, was man vielleicht gar nicht denken würde, was die beiden Sachen zusammenführt? Also ich habe 2013 angefangen zu studieren. 2014 bin ich in die Fachschaft gegangen und dort halt auch über, das hieß damals noch Team Party, jetzt heißt das Event Management offiziell. Das war halt da dann halt auch so die, also es gibt zwei große Partys, das war die erste Party immer und wo dann so 700, 800 Leute waren und halt die Schau am Bau mit 3.000 bis 5.000 Leuten. Gleichzeitig kamen auch die ganzen Verschärfungen der Auflagen durch die Love Parade. Durch das Unglück und sowas gab es ja auch in der, also es gibt ja jetzt mittlerweile die Sonderbauverordnung, beziehungsweise außerhalb von NRW gibt es die Versammlungsstättenverordnung oder die Musterversammlungsstättenverordnung, das halt alles Mögliche regelt. Und dann war das von, wir haben irgendwelche Security, wir haben irgendwelche eine Bühne und die Leute kommen einfach mit Glasflaschen her zu, die Hochschule hat halt, ist auch auf uns zugekommen und hat gesagt, das sind eure Auflagen, das müsst ihr vorlegen. Dann gab es auf einmal ein Sicherheitskonzept mit 30 bis 40 Seiten, was wir uns irgendwie auch aufbauen mussten. Dann haben wir einen Veranstaltungsleiter gebraucht, auch ganz viel Unwissenheit auf unserer Seite, die halt einfach, wer weiß denn, dass man einen Veranstaltungsleiter braucht und sowas nicht einfach eine Party machen kann, Umzäunungen. Dann wurde es so professionell irgendwann, dass wir uns auch überlegt hatten, okay, die erste Party macht gar keinen Sinn mehr. Und dann haben wir 2017, so lange habe ich auch die Referatsleitung oder die Leitung von Team Party dann da gemacht, immer mit wechselnden Leuten auch. Und dann hatte ich da halt mich mal mit den anderen zusammengesetzt. Wir hatten die Schau am Bau, die ins Wasser gefallen ist, also auch ein ordentliches Minus gemacht. Und mussten halt irgendwie gucken, dass die erste Party dann
irgendwas abwirft, auch dass man das sozusagen ausgleichen kann. Und vorher war das immer so, die Schar und Bau macht Plus, die erste Party macht Minus, am Ende hat man das irgendwie glatt. Und dann gab es auf einmal das Minus, weil es halt auch Regen gab und die letzten Jahre nicht so gut liefen, weil auch die Sponsoren immer weniger wurden. Und dann haben wir zusammen mit dem Aster, den Maschinenbauern und den E-Technikern, sind wir in das Karl reingegangen, das Karl-Hörsaal-Gebäude, das ist das neue Hörsaal-Gebäude. Und dann mussten wir da halt auch bis ganz nach oben irgendwann BLB, also die für die Uni bauen sozusagen. Und da hat man schon gemerkt, man braucht Pläne, man braucht irgendwie die Koordination, man braucht Hintergrundwissen und das hilft halt sehr viel, da halt auch, ja, für größere Veranstaltungen halt das Wissen dahinter zu haben. Und dann war ich im Ausland und wurde im Ausland gefragt von meinem Vorgänger, hast du nicht Lust, das zu übernehmen? Habe mich dann aufstellen lassen, wurde gewählt und habe da halt auch sehr großes Interesse dran gehabt. Also privates Interesse zum einen, man zieht halt auch ein paar Vorteile raus. Ich habe jetzt ein paar Schulungen bekommen, so ein paar Zertifikate, die ich halt auch privat nutzen kann oder nachher beruflich. Ich habe das Wissen, ich kann Leute anleiten sozusagen. Ich habe immer sehr viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das mir halt auch im Beruf nachher hilft. Und die künstlerische Seite hatte man am Anfang auch ein bisschen Angst davor, dass das halt komplett hinten überfällt, durch Ausstellungen und sowas, und dass wir sehr viel auch auf die Studis sollen irgendwie zu uns kommen und zu den Veranstaltungen auch selber mitmachen, ging das aber ganz gut eigentlich. Also das Ganze hat sich auch über die letzten 3 Jahre verändert. Davor waren die Kulturreferentinnen und Referenten klassischerweise Kommunikationswissenschaftlerinnen und oder halt aus der Fakultät 7, wo halt sehr viel mit Kommunikation und Kunst und Kultur auch gemacht wurde. Jetzt danach ging das halt eher in den Ingenieursbereich halt rein und sehr stark auch in die Genehmigung, was halt dann mehr mein Fachgebiet dann ist. Ja, ist ja auch wichtig. Man muss ja auch erstmal dafür sorgen, dass so eine Veranstaltung überhaupt stattfinden darf. Ne? Ja. Ich habe eine Zeit lang mal als Produktionsassistentin gearbeitet im Filmbereich. Das stelle ich mir ähnlich vor vom Aufwand. Du hast ja schon so ein bisschen erklärt, wie die Veranstaltungen bei euch normalerweise so laufen, was ihr so für welche habt. Wie ist denn das jetzt im letzten Jahr gewesen? Was hat sich da bei euch verändert? Also normalerweise macht man halt für ein halbes Jahr lang im Voraus Planung für die großen Veranstaltungen, legt schon mal alle Termine fest, klärt das mit den anderen Fachschaften ab, dass man nicht auf einen Termin gleichzeitig Sachen drauflegt. Und dann kamen die ersten Absagen auch von 150 Jahre RWTH, die ja abgesagt wurden. Letztes Jahr, das war halt dann schon mal so ein Wink mit dem Zaunpfahl, hier, es geht bergab so ein bisschen. Da wollte man das noch nicht ganz wahrhaben, hat gesagt, ja, wir gucken mal und gehen sozusagen wochenweise vor, einen Monat im Voraus sagt man jetzt die Sachen immer ab. Es könnte ja noch sein, dass es irgendwie sich in Luft auflöst oder so. Das war halt damals im Februar, März noch irgendwie weit weg, irgendwie der Virus, kann man sich jetzt auch nicht mehr so ganz vorstellen. Bei meinen Projektleiterinnen und mir war das halt so eine depressive Phase, so ein bisschen, weil man einfach alles, was man so das halbe Jahr geplant hat, einfach verloren hatte und musste dann erstmal gucken, was man macht. Wir haben dann uns recht schnell auf die Blutspende, also da gab es halt Probleme bei, haben wir uns darauf konzentriert, die unterstützt, das dann nachher auch geleitet sozusagen, also nicht, dass wir selbst Blut abgenommen haben, aber sozusagen alles andere und die ganze Organisation und sowas. Und haben dann ein bisschen versucht zu gucken, was ankommt. Also Vorlesungen oder Lesungen machen, irgendwie einen digitalen Slam, dass man irgendwie Kochvideos, da sind wir recht schnell drauf gekommen. So viele Versuche gingen halt nach hinten los oder kamen halt nicht so gut an. Nach hinten los ging fast gar nichts. Aber dann haben wir so langsam uns vorgetastet, weil das halt auch für uns alles neu war, so die Kultur zu leben. Also so Lesungen und sowas kamen zum Beispiel fast gar nicht gut an. Kochvideos kann man sich auch irgendwie, alles, was man auf Video on Demand macht und nicht irgendwie der Knaller ist mit, man macht großes Tramram und sowas, immer mit Kosten verbunden und sowas. Oder hat halt die Idee, die nur an der WTH klappt, dann mit Rektor oder ähnlichem. Kann man eigentlich, also wird nicht angenommen, weil man hat ja eigentlich besseres Equipment und besseren Content schon auf YouTube oder ähnlichem. Hast du schon den Eindruck, dass es Leuten trotzdem an Veranstaltungen gefehlt hat, mit
also Präsenz quasi menschlicher Verbindung, also wo man quasi, wo der Punkt ist, dass man miteinander spricht, miteinander in Kontakt kommt. Und wenn ja, wie habt ihr das, seid ihr dem begegnet? Wir haben in der Nicht-Klausurphase haben wir so digitale Spieleabende gemacht, zum Beispiel, die sehr gut ankamen. Das war dann auf dem Discord-Server und dann waren da immer 20, 30, auf einmal 100 Leute. Das geht immer phasenweise rauf und runter. Vor allem in der Klausurphase wird das halt nicht angenommen. Dann haben wir es auch ausgesetzt. In anderen Phasen, im Sommer vor allen Dingen, kam das auch nicht so gut an, weil da waren alle Leute draußen. Aber immer wenn es irgendwie jetzt auch im Winter, so Januar, kam das wieder sehr gut an. Da hat man ein bisschen was gesprächig. Das ist auch relativ klein und da ist die Hürde nicht so groß, dass man irgendwie vor 200 Leuten mal irgendwie was sagt, sondern das ist halt direkt. Also ich sehe den Verlust der Veranstaltung oder das Absagen von vielen, merkt man auf zwei oder drei Ebenen. Man merkt das zum einen bei den Leuten, die halt normalerweise auf solche Veranstaltungen gegangen sind, dass denen das halt fehlt, dass die sagen, ich möchte jetzt mal wieder. Dass man auch sagt, okay, warum hat man damals kurz vor Corona irgendwie die letzte WG-Party abgesagt, weil man keine Lust hatte? Jetzt wünscht man sich nichts mehr so. Oder auch im Sommer, wenn man sich mit 5 Leuten trifft, war das Highlight irgendwie des letzten halben Jahres oder so. Auf der anderen Seite aber auch die ganzen Leute, die die Kultur geschafft haben. Also wenn man jetzt irgendjemandem eine Bühne gibt, wenn man jetzt irgendwie auch nur eine kleine Veranstaltung macht. Teilweise werde ich von Leuten, die halt das komplett ehrenamtlich, also die nur wissen, dass ich Kultur mache oder sowas, werde ich angerufen und gesagt, hast du irgendeine Veranstaltung, wo ich helfen kann? Ich stehe auch gerne draußen oder was, prüft, dass da keiner reinkommt oder was, aber ich möchte irgendwie wieder Kultur machen. Das ist halt auch so eine Mentalität, die so ein bisschen, ja, sehr stark untergegangen ist dann. Ja, es fehlt auch, ich glaube auch einfach viele Leute, jetzt auch gerade Studis, die den ganzen Tag vorm Laptop sitzen, es fehlt einfach dieser kulturelle Teil und dieses Zusammensein und Nee, zum Beispiel auch bei der Blutspende. Wir hatten die Blutspende, wir haben 5 Leute pro Tag oder 8 Leute, 5 bis 8 Leute pro Tag in 2 Schichten, also insgesamt 16 Leute gebraucht. Wenn ich das für die Woche freigeschaltet habe, war meistens nach einer halben Stunde die Woche voll. Also das war halt auch, die Leute wollten dahin, die wollten irgendwie auch, sage ich mal, eine Ausrede haben, um sich wieder mit Leuten zu treffen, aber das war halt dann mit Maske, mit Abstand, mit Desinfektion und zwar für eine gute Sache. Aber so ein bisschen auch, dass die Leute irgendwie sagen, das war halt auch deren Highlight in der Hochphase, wo die gesagt haben, ich muss mal wieder was machen, ich muss mal irgendwie ein Ziel vor Augen haben, fehlt halt jetzt komplett. Fühlst du dich von deiner Hochschule und der Politik unterstützt in eurer Arbeit? Ich bin in der komfortablen Situation, dass ich finanziell davon nicht abhängig bin. Hm. Mit jedem Kulturschaffenden, den ich spreche, sind da andere Meinungen, also haben da nochmal eine krassere Meinung, weil teilweise ich mit Veranstaltungstechnikern sind, die jetzt kurz vorm Bankrott sind, die aber auch sagen, ich kann nichts anderes, ich mache das seit 40 Jahren, ich kann mich nicht umschulen lassen, ich bin 50, 60 Jahren, geht nicht. Und dass die halt vor allem diese Hilfen und sowas nicht bekommen. Oder dass das halt sehr schwierig ist. Das sind sehr viele Selbstständige, das sind sehr viele Freelancer. Da fehlt es in der Politik, glaube ich, schon an den Mitteln dazu. Und auch so ein bisschen ist man das, also die Kultur war immer der Buhmann und ist jetzt das Letzte, was sozusagen öffnen kann. Also wenn irgendwie gesagt wird, da ist ein Ausbruch gewesen oder was, es war immer so, ah, da haben doch Leute gefeiert. Das war dann immer so, okay, ist es bei Feiern und sowas, WG-Feiern und sowas auch immer echt schlecht, dass da irgendwas stattfindet und sowas. Aber die Kultur sind sozusagen die Leute, die das am besten irgendwie umsetzen, die ganzen Konzepte. Und denen wird es als erstes verboten, was ich verstehen kann. Man wird aber, wenn man jetzt, also das ist auch der Vorhalt, wenn man jetzt irgendwie in 2, 3 Monaten wieder eine Veranstaltung macht mit extremen Hygienekonzept draußen, wo halt die Ansteckungsgefahr sehr, sehr gering ist, ist das was direkt abgesagt wird. Auf der anderen Seite Arbeitsplätze, Bus und Bahn ist halt kein Problem. Also in Anführungszeichen, das ist dann immer so, wo man denkt, so, wir geben uns so viel Mühe, wir versuchen alles umzusetzen. Warum nicht? Aber Findest, also ich nehme daraus auch an, dass du diese Unterteilung, die jetzt so also ein bisschen stattfindet, zwischen systemrelevant und nicht systemrelevant, nicht unbedingt hilfreich findest. ich kann es komplett verstehen.
Ich kann auch verstehen, was, also das ist systemrelevant und sowas, dann sollte man aber auch ein paar Sachen, also man ist da, man regt sich dann über Einzelfälle dann auf, die dann doch stattfinden. Siehe Fußball, siehe was weiß ich was, dass da halt so Sondersachen drin sind und dass ja, man selbst nicht die Möglichkeit bekommt. Ich finde es aber, also ich finde, dass wir schon recht gute Möglichkeiten tatsächlich haben mit digitalen Varianten gerade. Großes Problem bei der Kultur, Kultur muss sich irgendwie refinanzieren und wenn man digitale Angebote macht, will dafür keiner zahlen. Die Sponsoren sind deutlich zurückhaltender und Eintritts- und Getränkeverkauf findet halt gar nicht statt. Das heißt, man muss das auch irgendwie auch rausziehen. Da bin ich ganz froh, dass das Rektorat oder die RWTH da relativ gut hinterher ist, dass man da halt immer anfragen kann. Und jetzt, wo halt auch Gelder frei geworden sind bei anderen Sachen oder dass man halt auch da Unterstützung bekommt, das ist zum Beispiel was, was ich ziemlich schätze hier. Also ihr hattet vorher private Sponsoren quasi für Veranstaltungen. Ja. Also zum Beispiel irgendeine Bank oder ähnliches oder lokale Unternehmen, überregionale Unternehmen, die halt einfach geholfen haben dabei, das zu refinanzieren. Jetzt ist das natürlich auch mit den digitalen Sachen immer so, dabei erstmal ein Vorbehalt. Man kann jetzt irgendwie keine Bauzäune an die verkaufen sozusagen, dass man sagt, da ist ein großes Banner drauf oder die Becher, die man, Mehrwegbecher, die die Leute nachher mit nach Hause nehmen, da ist jetzt nicht das Logo drauf. Das heißt, viele Sachen sind auch weggefallen und man wusste auch nicht, wie viele Leute einfach vorbeikommen. Also wenn man jetzt so einen Hörsaal-Slam macht, normalerweise, das ist halt ausgebucht, Audimax, kann man 5 € Eintritt nehmen, hat man halt 5.000 € von den 5.000 € plus Getränkeverkauf, kann ich halt sowohl die Künstlerinnen und Künstler bezahlen, als auch andere Kulturveranstaltungen, die halt Minus machen, ermöglichen. Das jetzt gerade, wenn ich einen Hörsaal-Slam mache, kommen halt 200, 300 Leute. Zum einen deutlich weniger, zum anderen mache ich halt auch nur Miese. Muss das halt dann irgendwie ja, ausgleichen. Würdest du dir da wünschen, dass es dafür mehr öffentliche Gelder geben würde? Ja, ich glaube, dass damit viel, viel, also dass da viel Schwachsinn auch mitproduziert wird dann und dass man dann auch sagt, okay, warum werden dann zum Beispiel YouTuber oder sowas oder Influencer nicht davon bezahlt und sowas, weil die machen ja auch Content. Ja, ich glaube, man sollte die Firmen irgendwie am Leben halten, die halt dahinter stehen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also meine Frage bezieht sich so ein bisschen, glaubst du, dass so kulturelles Leben auf dem Campus, dass das, also jetzt gerade auch aufgrund fehlender Sponsoren, dass das, also, das ist meine These so ein bisschen, das sollte vielleicht aufgefangen werden dadurch, ne? Also Das leider. klar, also, und dadurch würde man da vielleicht dann auch indirekt die Veranstaltungsbranche unterstützen, oder nicht? Ja, also die studentischen Veranstaltungen, man muss halt auch immer irgendjemanden haben, der da Lust drauf hat, die zu veranstalten. Also die ganzen Fachschaften machen das ja auch, weil die eine coole Party machen, wenn die jetzt irgendwas Digitales machen. Ganz nett, Ja. aber so. Und aber ja, die studentische Kultur ist halt gerade komplett futsch. Also die. Denkst du, digitale Campuskultur ist irgendwie möglich? Also wir machen das ja gerade so ein bisschen, dass wir regelmäßig Slams machen, dass wir irgendwie gucken, dass wir Streams machen, Musikstreams, dass wir überlegen, wir haben jetzt sehr viele Verschönerungsprojekte, dass wir halt das Graffiti und sowas oder halt die Stadt und RWTH ein bisschen verschönern. Dass die halt auch, das war zum Beispiel ein Projekt, Karmann Innenhof, das ist ein großes Gebäude bei uns, wo eine studentische Kneipe rein soll oder ein Biergarten. Da sind halt auch einfach, dass die Leute halt irgendwelche ja, Pläne einreichen, die waren auch auf so einem extrem hohen Niveau, dass man danach hätte eigentlich bauen können. Das klappt ganz gut und ist auch der Wille hinter. Man erreicht halt nur online nicht so viele. Also die meisten haben halt auch keine Lust mehr, nach 8 Stunden vom Rechner noch irgendwie 3 Stunden noch mehr vom Rechner zu sein. Und ja, da geht halt sehr, sehr viel verloren. Wie kann man diese Leute abholen? Was glaubst du? Mit den Interessen, die die haben. Also irgendwas Außergewöhnliches schaffen, man muss sich schon immer extrem viel Mühe geben. Also Hörsaal-Slams zum Beispiel nochmal der Klassiker, den wir relativ häufig machen. Das ist nett und das nehmen auch 200, 300 Leute auf.
Wenn man jetzt aber sowas sagt, wir machen E-Sport-Event, also jetzt hatten wir eins mit Rocket League, da haben halt sich innerhalb von 2 Wochen 275 Leute angemeldet. Nachher haben 1000 Leute am ersten Tag, also 999, leider nicht ganz 1000, Leute sich da auch angemeldet in dem Stream, dass die da zugeguckt hatten. Das heißt, da ist auch eine richtig große Masse, was wir niemals gedacht hätten. Und für ein E-Sport-Event ist das für den Anfang halt eine Nummer, die halt auch keiner erwartet hätte. Und Rocket League, kannst du mal erklären für Laie? Fußball mit Autos, Ah, okay. in diesem Käfig ist, am Rechner oder auch, ich glaube auch, das ist auf verschiedenen Plattformen, also auch, glaube ich, Wii jetzt vielleicht nicht, aber PlayStation oder was, auch gleichzeitig spielbar. Die sind in Teams, Dreier-Teams mit einem Auswechselspieler, also 4 Leute, 3 Autos gleichzeitig drin, 5 Minuten. Und das Ganze halt sehr actiongeladen und ja, das war halt mal ein Versuch, der kam extrem gut an. Wir haben das ein bisschen amateurhaft dann kommentiert, aber das lief halt auch sehr gut. Also wir hatten dann 3 Tage lang die Spiele und ja, Gewinne und insgesamt war das, glaube ich, Spielzeit, die kommentiert wurde, irgendwas 24 Stunden, so an 3 Tagen. Das ist ja bestimmt auch ein Erlebnis gewesen für alle Beteiligten, was irgendwie so ein bisschen zusammengeschweißt hat, nehme ich an, ne? Ja, vor allem die Teams dann halt auch, die Hm. sagen, ein bisschen mitfiebert und so. Ja. Wie findest du denn dein eigenes digitales Studium? Also, was findest du daran gut und was nervt dich? Ich habe mein Studium jetzt 1,5 Jahre pausiert. Okay. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich, also ich bin 25 Jahre jetzt und ich bin durch meinen Bachelor sehr, sehr schnell durch. Hab dann halt privat gesagt, okay, du kannst jetzt nicht in 1,5, 2 Jahren fertig sein. Bin ins Ausland gegangen, weil ich daran auch Interesse hatte. Bin aus dem Ausland mit sehr, sehr vielen Credit Points zurückgekommen, die ich nicht gedacht hätte, dass ich die alle bekomme. Wo warst Und du? Schweden, ein halbes Jahr lang. Und stand dann auch irgendwie, wo ich sage, okay, in 1,5 Jahren ist mein Studium zu Ende. Das will ich noch nicht. Und ich möchte jetzt auch noch ein bisschen was, also Fachschaft habe ich immer sehr viel gemacht, aber das lief halt irgendwie hinten nebenher. Asta habe ich dann das erste Jahr komplett alles pausiert, habe dann auch gesagt, gar nichts. Und jetzt, ja, mit dem zweiten Jahr sozusagen, was jetzt halb angebrochen wird, dieses Semester habe ich auch keine Klausuren geschrieben und nächstes Semester werde ich dann wieder Klausuren schreiben. Du bist der Master, nehme ich an, ne? Genau. Ja, Also das, was jetzt, ich genau. mitbekomme, ab und zu läuft es eigentlich ganz gut. Aber auch da. Allein das, will man jetzt überhaupt die Vorlesung angucken oder nicht? Man trifft keine Leute im Hörsaal sozusagen. Man ist nicht vor Ort, das ist schon ein bisschen was anderes. Denkst du, es gibt auch Teile jetzt von der digitalen Lehre, wenn man so will, die es wert wäre zu behalten nach Corona? Vor allem, dass das Ganze aufgenommen nachher ist. Also, dass man sagt, okay, man hat das Ganze. Da und kann er sich das nochmal angucken. Ich glaube, präsenzlos Universität über lange Sicht, also man sieht das jetzt auch in den Erstis und sowas oder die ersten, also den neuen Studis, die haben nicht das Gefühl, in Aachen und an der Universität zu sein. Die gucken auf ihren Laptops und teilweise nicht in Aachen. Das ist schon, ja, schon was anderes. Ja, viele, also man erlebt das ja auch, dass viele Studierende jetzt wieder zurück zu ihren Eltern ziehen, gezwungenermaßen. Oder ja, also eben, dass die Unistädte auch so ein bisschen, also die klassischen Unistädte so ein bisschen leergeräumt werden, weil alle wieder Ja. zurück nach Hause ziehen quasi. In Berlin ist das nun jetzt nicht unbedingt so, aber ja, das ist auch auf jeden Fall was, was man beobachten kann, glaube ich. Okay, also. Gedankenexperiment. Stell dir vor, die Pandemie ist vorbei und ihr bekommt zum Ausgleich für alle ausgefallenen Veranstaltungen ein Budget von 50.000 Euro. Was wirst du damit machen? Wenn ich das privat bekommen würde. Nee, also wenn ihr jetzt an der RWTH für Kulturveranstaltungen 50.000 Euro ausgeben dürftet. Mit 50.000 Euro kommt man tatsächlich schon relativ weit. Also so eine Veranstaltung, so eine Großveranstaltung kostet irgendwie 20.000 Euro. Was ich machen würde, wäre tatsächlich die Möglichkeit zu schaffen, dass man irgendwie einen Veranstaltungsraum mal länger hat.
Das heißt, alles, was jetzt irgendwie rausgefallen ist und was man über einen langen Zeitraum hat, und Monat oder sowas, und dann halt tatsächlich auch einmal da die ganze Zeit Partys machen kann, aber das Ganze halt auch nach, also viele, viele Veranstaltungen finden einfach nicht statt, weil man gar nicht dieses Equipment hat. Mit 50.000 Euro kann ich halt einen Monat lang einen großen Platz bieten oder kostenlos von der RWTH bekommen, Technik draufballern, Security bestellen, dass die halt nachts guckt, dass da nichts passiert. Und dann kann man da halt einen Monat lang Feiern drauf machen. Und zwar alles Mögliche. Das wäre so, das ist das, also, was ich machen würde. Nach Corona erstmal einen Monat lang Party. Finde ich gut. Also allein schon was im Sommer ausfällt an Partys hier. Man, also ohne Corona hat man Probleme, mal einen Freitag und einen Samstag zu finden, wo nicht mindestens eine Großveranstaltung in Aachen ist. Das ist jetzt seit 1,5 Jahren nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Wissen auch verloren geht. Und dass, wenn das jetzt noch sehr lange weiter so geht, die Studierenden sind halt auch irgendwann weg oder man hat nicht mehr so viele Freiwillige, die helfen. Also das ganze System ist ja darauf ausgebaut, dass man eigentlich immer weitergibt, wissensmanagementmäßig. Und das fällt jetzt eigentlich vielleicht auch, je nachdem wie lange es noch weitergeht, halt auch weg. Oder so ein bisschen. Ja, vielleicht muss man da andere Strukturen so ein bisschen dann aufbauen oder vielleicht so ein Wiki anlegen oder so. Fällt mir jetzt spontan ein. Genau. Gut, aber also allein schon so Aktionen, wie reagiert man in so einer Situation? Also wir hatten auf einer Veranstaltung, hatten wir halt jemanden, der halt zusammengebrochen ist, die Security und Sanitäter waren da, aber man hat halt noch die Verantwortung dafür. Und dass man dann halt nicht ausflippt oder wie man dann reagiert, wie man damit umgeht, wie man auch im Nachhinein mit Presseanfragen, mit allen möglichen umgeht, das ist halt auch immer was. Das ist so ein bisschen, das kann man halt nicht nur aufschreiben, das muss auch so ein bisschen gelehrt und gelernt werden. Ja. Was würdest du StudienanfängerInnen in dieser Zeit raten? Feste Team, also direkt am Anfang, dass man irgendwie versucht, viele Fakultäten haben ja versucht oder Fachschaften haben versucht, irgendwie auch so ein bisschen Bonding zwischen den Leuten zu schaffen, dass man eine Lerngruppe hat, dass man Freunde in den ersten Semestern irgendwie auch findet. Das ist normalerweise durch die Erstigruppen sehr viel und durch im Studium kennenlernen. Da hat jeder, also ganz alleine, schwierig. Ich würde den Erstis raten, geht in die Fachschaften, da sind noch die Leute irgendwie, die am meisten Ahnung haben und auch bereit sind, mal nach einer Veranstaltung oder was, sich noch auf ein Bier oder was digital hinzusetzen mit einem und irgendwas durchzugehen. Man kann super viel lernen von den Leuten und ansonsten alles irgendwie mitnehmen, was geht und bloß nicht irgendwie dann versauern da drin. Und das Studium durchhalten. Also das sieht man auch, sehr viele brechen jetzt ihr Studium ab nach einem halben Jahr, Vierteljahr oder was, weil die sagen, okay, so habe ich mir das Studium nicht vorgestellt, ich sitze zu Hause vorm Rechner und ja, prüge mir halt nur das Wissen rein und das ist nicht das, was ich die nächsten 3 Jahre machen möchte oder 5 Jahre oder 7. Ich kann es ehrlich gesagt verstehen. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, also ich bin auch erst 25, ich habe mir ein bisschen mehr Zeit gelassen und am Ende von meinem Bachelor. Aber wenn ich jetzt angefangen hätte, weiß auch nicht, ob mir das so, ob ich das so, also man braucht ja auch so ein bisschen Orientierung und man sieht ja auch dann auf dem Campus oder in seinem Studiengang, sind das, die verstehe ich mich gut mit den Leuten, kann ich mir das vorstellen, das vielleicht später auch in der Richtung weiterzumachen mit dieser Art von Menschen und so und deswegen, ja, also stelle ich mir schwierig vor. Mein Bruder hat allein schon eine Hochschule gewechselt einmal, weil da in dem Kreis, also der kam von der Fachhochschule und ist auf eine Universität gewechselt, weil einfach in den Fachhochschulen er sich nicht wiedererkennen konnte. Die Leute, die er halt in seinem Freundeskreis hatte, waren halt entweder 3, 4, 5 Jahre älter, zum Teil berufstätig, zum Teil irgendwie mit Kind oder Familie und zum Teil sind die auch nach einem halben Jahr lang gewesen, weggegangen. Da hat er sich halt überhaupt nicht wiederfinden können mit 18, 19. Deswegen hat er gesagt, okay, entweder breche ich das Studium hier ab oder ich wechsle halt einmal und ja. Ja, ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, die sagen, sie würden jetzt, also die jetzt auch so am Übergang Bachelor-Master sind, sie würden sich überlegen, wenn sie, wenn es jetzt voraussichtlich im Wintersemester immer noch weiter so geht, dass sie dann erstmal pausieren oder erstmal arbeiten oder
an der Fernuni studieren, weil die da eher darauf eingestellt sind, auf diese Situation. Ja. Es geht mir persönlich auch gerade so, dass ich so ein bisschen überlegen muss, ne? Also und hoffe aber auch einfach, dass das Wintersemester dann wieder normal wird, in Anführungszeichen. Bisschen hinter dem Ganzen, ich mache das ein zweites Jahr. Also, es gibt sehr viele, also der Aster an der WTH ist ein bisschen ein spezieller Fall. Wir arbeiten zum einen konstruktiv sehr viel mit der Hochschule zusammen und sind da in sehr vielen Gremien gleich drin und sowas. Das ist sehr oft eher so, dass die Hochschulen und der Aster gegeneinander arbeiten. Und zum anderen ist der Aster hier ein Vollzeitjob, was für die Leute, die das machen, wahrscheinlich nicht gut ist. Aber im Vergleich, also der Aster hier leistet halt sehr, sehr, sehr viel. Ich habe mir das, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich das ein zweites Jahr mache, so ein bisschen ausgesucht, weil ich halt nicht im Digitalen studieren wollte. Wurde davon auch sehr oft gefragt, ob das wirklich mein Ernst ist, noch ein zweites Jahr zu machen. Aber ja, habe dann eben am Ende zugesagt. Letztendlich werden ja wahrscheinlich viele davon profitieren, dass du das machst. Und für dich Also, ist es wahrscheinlich auch ein ganz guter Übergang, jetzt durch diese Zeit, ne? Und gibt so ein bisschen Selbstwirksamkeitseffekt. Ziel wäre auch das Referat, dass wenn ich das halt übergebe, es irgendwie wieder Teilpräsenz gibt oder so, dass man vielleicht irgendwie so einen Lichtblick hinten hat, dass es auch jemand übernehmen möchte überhaupt, weil Kultur übernimmt man halt auch aus Spaß. An Veranstaltungen und sowas und dass man halt nicht irgendwie so ein brachliegendes Referat da hat, was man dann halt irgendwie lieblos weiterführt, das ist halt nicht das Ziel dahinter. Das soll ja auch Spaß machen und Man merkt so ein bisschen, es ist dein Projekt und es ist dir wichtig, dass das vernünftig weitergeführt wird. Das ist ja auch gut. Bist du eher so normalerweise der Typ, also jetzt mal Corona also vorneweg, wenn es das nicht gibt, bist du eher der Typ, der lieber in der Bibliothek lernt und schreibt und oder zu Hause? Ich habe immer die Fachschaft genommen. Also ich habe tatsächlich immer in der Fachschaft gelernt, auch meine Bachelorarbeit in der Fachschaft geschrieben. Ich brauche irgendwie Leute um mich rum. Zu Hause lernen und arbeiten kann ich überhaupt nicht. Auch jetzt hier gehe ich lieber in ein Büro, wo ich komplett alleine bin, weg von Fernseher und irgendwie die Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, man bleibt den Tag über einfach im Bett liegen oder sowas. Oder irgendwie auf der Couch. Ich muss raus, das geht nicht anders. Also ich habe das ausprobiert, klappt nicht so gut bei mir. Ich habe aber immer irgendwie in der Fachschaft und in der Fachschaftsbibliothek gelernt, aber dieses im Lernraum lernen kann ich auch nicht. Also ich habe mir da so einen Zwischenweg gemacht, weil ich kann mich in der Fachschaft so ablenken, wie ich möchte. Ich habe da meine Leute drumherum, die ich kenne, die irgendwie, ja, und dann ist das auch ganz gut. Es ist bei uns auch so, dass viele Leute in der Cafete sitzen statt in der Bibliothek. Ja. Ist halt auch angenehm. Normalerweise. Ja, Ja, gerade. viele, viele Leute müssen sich jetzt halt irgendwie zu Hause arrangieren, ne? Also, ja, die meisten eigentlich wahrscheinlich sogar, ne? Und da ist man sogar noch ganz froh, wenn man irgendwie wenigstens ein eigenes Zimmer hat oder so. Aber ja. Oder Die nicht meisten die. Studis haben jetzt ja auch nicht irgendwie ein Büro oder so zu Hause, sondern man arbeitet und lernt und macht halt alles, schläft, isst in einem Zimmer. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie in die Studierendenwohnheime reinguckt, wenn man dann wirklich nur das eine Zimmer hat, irgendwie 8 bis 12 Quadratmeter oder so, fällt halt auch sehr, sehr schnell die Decke auf den Kopf. Also ich bin froh, in einer WG zu wohnen und ja. Ja. Was würdest du dir selbst raten, also deiner Vision vor einem Jahr, also knapp vor Anfang von der Pandemie? Eine Mischung aus mach's nicht, also was würde ich mir selber raten? Eigentlich, dass man alle Veranstaltungen nochmal mitnimmt und dass es auch egal ist, so kurz vor Corona nochmal irgendwie Veranstaltungen zu machen, auf die Veranstaltung macht zu viel Verlust, die kann ich jetzt nicht machen, das ist doch egal. Die paar hundert Euro kriegt man noch irgendwo her oder es ist halt auch mal okay, irgendwie Verlust zu machen. Ja.
dass die schwarze Kulturnull, wie die immer genannt wird, das ist irgendwie auch so eine Spezialität von Aachen aus, so ein unausgesprochenes Gesetz, dass die Kultur sich irgendwie refinanzieren muss, dass es halt irgendwie auch egal ist. Also das kriegt man schon irgendwie wieder rein. Und lieber zwei, drei Veranstaltungen mehr machen, als irgendwie einmal aufs Geld zu gucken. Vor der Pandemie. Ja, wenn man das gewusst hätte, wäre man auf viel mehr WG-Partys gegangen. Naja. Kennst du den Instagram-Kanal Lockdown-Lyrik? Nee, bisher noch nicht. Das ist ja vielleicht für dich ganz interessant. Also für euch, die ja auch Slams und Poetry Slams ja auch sowas organisiert. Das ist ein Kanal, den habe ich entdeckt, wo Studierende Gedichte einschicken können. Zum Thema Lockdown und wie es ihnen darin geht. Also nicht nur Studierende, jeder kann das machen, aber es ist eben ein studentisches Projekt. Und die haben jetzt tatsächlich auch ein, die bringen jetzt auch ein Buch raus. Von daher, vielleicht dachte ich, interessiert dich das oder interessiert es eure Studis Gucke ich mir oder gerne mal eure an. KünstlerInnen, die da vielleicht was einsenden wollen? Die ganzen, also das Ganze ist immer so ein Projekt. Wir stellen sozusagen die finanzielle Sache und halt ja, den Raum und die Technik und alles Mögliche, haben dadurch halt auch die Einnahmen. Und auf der anderen Seite sind halt ja, so ein Netzwerk, so ein kleines, was hier Aachen intern agiert, allerdings auch sehr viele Kontakte irgendwie rund in Deutschland komplett hat. Gebe ich gerne mal weiter und gucke ich mir auch gerne an. Wie würdest du sagen, trägt Kunst, Kultur und Musik aktuell dazu bei, dass man besser durch die Zeit kommt? Also vielleicht kannst du auch ganz persönlich beantworten. Gut, bei mir persönlich gibt es ja irgendwie den Alltagszweck oder den, das ist ja auch eine Sache. Mir gibt es immer ein bisschen Perspektive, wenn ich jetzt ein halbes Jahr lang vorplane, jetzt irgendwie nochmal ein großes Projekt, wo wir einen Stream machen und darauf aufmerksam machen, irgendwie, dass in Aachen auch einfach Raumknappheit für Kultur ist. Das sind so Sachen, wo ich dann halt einmal ein gesetzter Termin, da eifert man darauf hin und dann kann man auch seine Projektleiterinnen und Projektleiter motivieren. Dann hat man so ein Ziel vor und diese Ziellosigkeit war das letzte Jahr oder das erste halbe Jahr in der Pandemie so das Schlimmste, dass man sich auch einfach nicht mehr hochbekommen hat, sozusagen. Ich glaube, den Studis an sich ist es ein bisschen abschalten, dass man einfach mal auch wegkommt von diesem, wir sind im Lockdown, wir sind irgendwie also Lockdown in Deutschland ist ja relativ gut noch der Lockdown immer, dass man noch rauskommt und sowas. Und dass es auch ein bisschen Perspektive gibt irgendwie, dass ist halt das. Und bei Musik allein schon, wie viel Musik ich selber jetzt in der Zeit höre, dass man das auch einfach zur Ablenkung nutzt. Dass man das zum einen auch, wenn man jetzt alleine wohnt oder der Mitbewohner gerade weg ist oder was, dass man dann nicht so ganz alleine ist, wenn die Musik an ist, ist irgendwie, ja, eine Möglichkeit. Okay. Ja, danke dir. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Schlusswort. Es sei denn, ich wollte noch eine Frage stellen, weil ich das immer ganz gerne mache, wenn ich, also ich habe jetzt noch nicht so oft Leute interviewt, aber gibt es eine Frage, die du immer schon mal gestellt bekommen wolltest oder die du gerne noch beantworten möchtest? Eigentlich. Also ich werde immer sehr gerne gefragt, ob ich es bereue, das Kultur gemacht zu haben. Die Antwort ist immer eine Mischung aus Ja und Nein. Nee, eigentlich bin ich auch recht zufrieden, wie wir damit umgehen, alles. Ich hoffe jetzt einfach, dass das alles, also Prognose ist halt immer schwierig, aber ich hoffe einfach, dass bis zum Ende, also Ende Sommer, Juli, August wieder irgendwas möglich ist. Und dass wir auch aus dem Digitalen wieder rauskommen, weil Digitales kommt halt einfach nicht mehr an. Also da hat keiner mehr Lust drauf. Das ist so eigentlich das. Aber direkt fragen, glaube ich, nicht mehr. Alles klar, danke dir.